Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time oder Illusion of Gaia. Wie gesagt, ich bin den anderen Namen gewohnt. Ich muss mir dann echt angewöhnen, das immer Illusion of Time zu nennen. Im letzten Part, da haben wir uns von den Leuten in Südkap verabschiedet, sag ich mal. Allerdings haben wir ihnen nicht wirklich gesagt, was Sache ist. So, dann gehen wir mal in unser Haus und sprechen mit Billy, ob wir aufrufsbereit sind. Ich weiß, dass alles gut werden. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin sicher, dass alles gut wird. Wenn ihr bereit seid, können wir aufbrechen. Du hast es aber eilig. Warst du schon jemals vom Schloss weg? Nein, deshalb will ich mich euch ja anschließen. Weißt du überhaupt, was in der Welt passiert? Will ist mein Freund, verstanden? Ja, das ist ja der reinste Zickenkrieg. Hey Will, bist du nicht auch mein Freund? Also ja, na klar, ich gehe ins Dorf. Naja, ich sag ihr mal, dass wir ihr Freund sind. Ich freue mich. Will, komm, gib mir deine Hand. Zusammen beginnen die drei ihre Reise zu Lillys Dorf. Nun, jetzt laufen wir wieder über die schöne Weltkarte. Gut, dass wir all die roten Juwelen gesammelt haben. Denn ich glaube, wir können jetzt nicht mehr ins Südkap zurückgehen. Und hier sind wir in Itori. Ich habe etwas vergessen, Leute, nämlich meine Stoppuhr anzumachen. Entschuldigen wir mal, ich muss das gerade mal klären. So. Stoppuhr anmachen. Einen Moment bitte noch. Okay. Fast, verdammt, ich habe sie nicht richtig eingestellt. So, jetzt läuft sie. Also, wir sind in Itori. Das ist mein Dorf. Ihr seid sicherlich überrascht, keine Häuser zu sehen. Will, spiele die Melodie, die du von Lola gelernt hast. Ich glaube, die ist noch ausgerüstet. Wohin gehst du, Will? Spiele die Melodie. Ich wollte mich umdrehen. Nein, ich bin nicht ausgerüstet. Warum? So, ausrüsten. Lolas Melodie. Sanft spielst du die Melodie, die Lola dir beibrachte. Ja, das steht dann immer dort. Wind getragen, verteilt sich die Melodie über den ganzen Ort. Was passiert hier? So hell. Und das Dorf ist erschienen. Das muss eine Illusion sein. Seid ihr überrascht? Eine Barriere umgibt das Dorf. Die wenigsten Leute können es sehen. Es ist ein uraltes Mysterium. Die Prinzessin nervt langsam, ständig beklagt. Ich kann nichts dafür, meine Füße tun weh. Na gut, dann komm mit mir, ich zeige dir mein Haus. Okay, Lilly und Kara gehen sich ausruhen und wir gehen uns im Dorf umschauen und sehen auch mal nach, wo hier das rote Juwel ist. In den... Wie sagt man dazu? Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Die Inkas, die hier lebten, waren ein Volk ohne Schrift. Ihre Legenden leben in Liedern weiter. Auch in scheinbar bedeutungslosen Melodien steckt ein Sinn. Also die Dinger da, meine ich. Wie nennt man das? Das englische Wort hier ist Lob. Das dürfte auch das einzige rote Juwel hier sein. Bauholz? Sagt man Bauholz? Nee, das wäre Lamba. Brennholz. Kann ich nicht hoch? Müssen wir außen rumgehen? Hier ist noch ein Mädchen. In diesem Dorf gibt es Kinder im gleichen Alter wie ihr. Bitte werdet Freunde. Ah, das sind ja meine Großeltern. Will, Will, schnell hier herüber. Du lebst, den Göttern sei Dank. Etwas Schreckliches ist uns passiert. Ein Mann, der sich Schakal nannte, suchte uns mit seinen Schergen heim. Nur knapp konnten wir ihm entkommen. Selbst Großvater geriet in Panik. Dann kam ich auf die Idee, sie zu vergiften mit einem Stinktierkuchen. Das haben die tatsächlich gegessen? Schließlich floh ich. Hab Dank, Lilly. Ich wusste nicht, dass Prinzessin Kara auch gekommen war. Niemand hat sie gebeten, mitzukommen. Das hier ist mein Haus. Schau dich im Dorf um, aber komm mal dann wieder hierher zu... Okay. Lilly, warte, ich komme mal mit. Lilly ist ja echt schon genervt von Kara. So, hier kommen wir ja hier. Da ist noch ein Haus. So, was haben die beiden zu erzählen? Die Ruinen sind ein altes Grab. Warum störst du seinen Frieden? Wir waren doch gar nicht dort.
Viele Menschen kamen hierher, um den Schatz der Inkas zu finden. Aber viele von ihnen haben die Ruinen der Inkas nie wieder verlassen. Ja, wie man sieht, hier geht es ziemlich viel um die Inkas. Also Volk. Man sagt, kurz vor der Zerstörung der Alpenwelt erschien ein Bote an diesem Ort. Danach verbreiteten sich Seuchen und Hunger über die gesamte Welt. Die Apokalypse, ja? Hier ist unser Sphärenportal. Oh, es gibt eine neue Kraft. Was für eine Kraft bekommen wir? Ich bin mir gerade unsicher, aber die Kräfte von Will sind die Spyko-Kräfte. Spyko-Dash-Kraft. Dann nun verbannt werden. Gott, langsamer ging's nicht. Nur Will kann den Spyko-Dash einsetzen. Hindernisse und Wände zerschmettern. Indem du dich dagegen wirfst. Nutze den Angriffsknopf, um Energie zu sammeln. Okay, jetzt gehen wir aber noch abspeichern. Wieso erzählst du noch was darüber? Wills Kraft ist bei Gudesh. Er kann damit Hindernisse zerstören. Achte auf verdächtige Stellen. Findest du eine, versuche sie zu zerstören. Wir wollen bitte speichern. Es ist vollbracht. Könnte sein, dass wir hier irgendwo in die Tore sogar so eine Stelle haben. Aber erstmal wird das demonstriert. Nein, das wollte ich doch nicht. Nee, hier klappt das gar nicht. Okay. Renne diesen Abhang hinab und dann immer weiter. Du wirst überrascht sein. Okay. Wow. Da kriegt man ja Angst. Was haben wir hier? Gräber, aber in denen ist nichts Besonderes. Eine leise Stimme spricht zu. Ja, und wo ist die Person? Hier ist jedenfalls eine Leiter. Und hier ist eine Höhle. Hinein mit uns. Ich hab gesagt, hinein. So, nun. Das scheint eine verdächtige Stelle zu sein. So, jetzt müssen wir uns aufladen. Blinken. Nein. Ich hab gedacht, das habe ich falsch gestanden. Nochmal. Hä? Ich hätte jetzt schwören können, dass wir das machen. Bin mir eigentlich immer noch sicher. Am besten stehe ich ein bisschen weiter. So. Vielleicht muss man wirklich an genau der richtigen Stelle stehen. Genau, hier war's. Eine Statue. Und wieder dieser langsame Jingle. Du hast die Inka-Statue A gefunden. Toll, und was machen wir damit? Ist immer Zeit zurück in Lilis Haus. Dann wollen wir mal. Hier scheinen wir fertig zu sein. Hier rauf mit der Leiter. Ach, wie schön, wenn er so schnell die Leiter hochklettert. Halber, da war etwas. Wir gehen nochmal dahin und sprechen mit dieser Gestalt. So, wir müssen hier wieder ganz nach oben, damit wir da rüberkommen. So, sagt ihr noch was? Nö. Ich will rennen. Zack. Ein Geist. Die Inka-Statue. Du hast sie gefunden. Meine Anerkennung gebührt dir. Du wurdest von den Göttern. Das Rätsel der Inka. Höre die Legende, die man sich hier erzählt. Platziere die Statue auf dem Narairit unter den dort, wo der Odin. Der Wind im Tal wird dich zu dem legendären Gold. Das Mondvolk. Das Lilly dich. Okay. Gehen wir am besten mal Richtung Lillys Haus. Dürfte auch das letzte Haus hier sein. Dann können wir aufbrechen. Gehen wir erstmal hinaus. Im Garten. Triff einen alten Mann im Dorf. Er hatte etwas zu sagen. Er war ein Geist, aber ja, ich habe ihn. Ich spüre, dass etwas. Wollen wir jetzt mal? Was? Das Mondvolk? Ja, ich hörte davon. Es sollen merkwürdige Schattenwesen sein. Eine Bergspitze ganz in der Nähe ist zu ihrer Heimat geworden.
Möchtest du dorthin? Ja, lass uns gehen. Okay, ich werde euch führen. Ich gehe mit, ich will auch das Mondvolk sehen. Ich war wie eine Gefangene in dem Schloss. Nun möchte ich alles hören und sehen. Nein, das ist zu gefährlich für eine Prinzessin. Wenn du Will nicht verärgern willst, solltest du einfach hier warten. Ich scheine die Einzige zu sein, die nicht mitgenommen wird. Das werde ich Oma Lolo... Entschuldigung. Das werde ich Oma Lola sagen. Uhu. Dann geh dich doch rausheulen. Sie ist beleidigt. Das ist die beste Medizin für eine arrogante Göre. Der Bergfahrt wird schwer zu bewältigen sein, doch wir geben unser Bestes. Will und Lilly begeben sich zum Gipfel. Dort lebt das Mond. In der Theorie gibt es gar keinen Juwelenhändler, aber... auch nicht verwunderlich. Beim Mondvolk jedenfalls gibt es keinen der roten Juwelen. Die Mondvolkssiedlung. Hier dürfen wir eine Prüfung zu bestehen. Nun? Wir sind am Ziel. Dies ist das Dorf des Mondvolkes. Gut, dann laufen wir mal. Das ist eine Höhle, aber schon düster. Wer spricht da? Eiger Duft. Wer? Was bist du? Dürre Stimme vermute. Der Meister der Kriege, der Herr der Fliegen oder der Priester der Ziegen. Ich nehme einfach mal die Mitte. Der Herr der Fliegen. Falsch. Wir sind das Volk des Mondes, auch bekannt als die Schatten. Die Schatten. Wo immer es Licht gibt, gibt es auch das Dunkel. Wir wurden geblendet vom heiligen Licht und verbringen... Komet ist eine Störung, dessen Licht alles... Er ist ein Überbleibsel eines Krieges, der längst... Gibt es keinen Kommen? Nein, ihr seid zu schwach. Einer von den Meinen wurde... Weißt du, wo er ist? Tut mir leid. Zum vierten Mal. Je mehr Licht du sehen wirst, desto größer ist. Keiner weiß, welches Ding das Licht diesmal. Schon zu lange sind wir zu. Den Untergang. Inker starrt der Ruten der Höhle unter uns. Wenn du willst, gehört sie. Steig in die Tiefen, Tiefen. Ja, dieses Mondvolk hat uns jetzt ein bisschen was von dem Floh der Geschichte hier erzählt. Weil hier die Apokalypse kurz bevorsteht. Dies sind Kreaturen, die vom Licht des Kometen berührt. Sie wurden zu willenlosen Bestien, die nichts außer Hass und Vernichtung. Schaffst du es, sie binnen 20 Sekunden zu zerstören, belohne ich dich mit der... geht allerdings auch nur, wenn ich mich endlich mal bewegen darf. Wäre so viel einfacher, wenn wir Frieden wären, aber... geht schon. So, du bist... Nein, sind noch zwei da. Dich kriegen wir. Klein. Heil dir, bezwinger der Bestien. Der Lohn sei deiner. Hier ist die... Gleich, jetzt will ich noch hier die Juwelen sammeln. Ah, da ist noch einer. Und jetzt nehmen wir sie an uns. Statue. Nun, macht schon. Wir wollen weiter. Okay, die Musik ist wieder da. So. Die Statue. Du bist fantastisch. Du hast nun beide Statuen. Zu den Inka-Ruinen? Ja, bitte. Du hast recht. Ich höre meinen Vater rufen. Ich will nicht gegen die Dämonen kämpfen, aber um meinen Vater zu finden, werde ich alles tun. Du wirst das nicht verstehen, denn du hast deine Eltern nicht verloren. Typisch. Ich verstehe. Lass uns zu den... So zogen sie denn zu den Ruinen der... ich habe aber keine Eltern gesehen bei Lilly. Vielleicht waren sie woanders. 5 Minuten haben wir noch. Da können wir uns schon mal den Anfang der Inka-Ruinen vornehmen. Im nächsten Dungeon. Da ist dann auch noch ein roter Juwel. Aber der sollte leicht zu finden sein, der sich in einer Schatztruhe befindet. Oder war das erst die nächste Gegend? Ach, wir werden es heraus.
So, Lilly, was zu sagen? Hier ist der Eingang zu den Ruinen. Man sagt, dass hier das Rätsel der Inka-Legende verborgen ist. Die Alten erzählten von der Legende, als ich noch ein Kind war. Nach der Invasion beschlossen die Inkas, das Land zu verlassen, um eine neue Welt zu finden. So bauten sie denn ein riesiges Schiff und beluden es mit all ihren Reichtümern. Doch in den Notizen ist das Auslaufen des Schiffes nicht erwähnt. Dennoch hat es das Schiff gegeben. Die ganze Sache wurde sehr geheim gehalten. Keiner sollte es. Es hat sicher eine Bedeutung, dass du davon erfährst. Oder weißt du davon? Oder eher deine Vorfahren? Seid ihr etwa die Nachfahren der Inkas? Huch, Kara, bist du uns gefolgt? Wie konntest du nur? Du hast mich zurückgelassen. Schande mit dir. Warum bist du hergekommen? Es ist gefährlich hier. Lola hat mir von diesem Ort erzählt. Ich dachte, du hättest mich verlassen. Du hättest mir doch alles sagen können. Nach was sucht Will in den Ruhm? Ich kann hier nicht untätig herumsitzen. Wie ein Will sich in Gefahr begibt. Ich werde hier auf Will warten. Du bist sehr hartnäckig. Ich werde hier mit dir warten, einverstanden? Will, ich erinnere mich an die Worte der Alten. Dort, wo die Geister nicht mehr atmen. Dort, am Lara'i-Riff, soll die Statue fallen. Der Wind dort unten am Riff wird dir weisen den Weg zum Schiff. Hier. Reden wir nochmal mit ihm? Hast du wenigstens gefunden, wonach du gesucht hast? Und sie tut nochmal ihr Rätsel da wiederholen. So, wir gehen hinein. So, das Lara'i-Riff. Das sind noch 15 Gegner. Am Lara'i-Riff weht ein fürchterlicher Wind. Offensichtlich haben die Alten da mit dem Atem der Geister gemeint. Dies ist das Riff, an dem kein Wind weht. Ich spüre die Magie. Also, hier muss man immer schön auf den Wind achten, wie man sieht, wie der hier ja durch die Haare und die Kleidung von Will. Wenn das nicht mehr passiert, ist man an einem Ort ohne Wind. Zum Beispiel hier. Wir müssen ja an das Riff selbst. Jetzt müssen wir leider erstmal drin bleiben. Aber die Gegner hier sind gerade keine große Herausforderung. Ich möchte ständig meinen Controller gegen den Tisch hauen. Die Viecher nerven. So, kriegen wir trotzdem hin. Verdammt! Der Golem hat uns angegriffen. Was sollte das? Wie viele Gegner sind denn hier? Noch 7. Die sollten wir doch noch finden, bevor der Part zu Ende ist und schlagen. Ich denke, das sollte kein großes Problem. In Illusion of Time geht es viel um die Wegfindung. Und es gibt auch ein paar härtere Kämpfe. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich. So, den haben wir. Im Großen und Ganzen geht das eigentlich. Es gibt halt wirklich ein paar Kämpfe, die wirklich nerven. Vor allem halt Bosskämpfe. Und es ist manchmal recht nervig, wenn man Will sein muss, da er schwächer ist. So, jetzt müssen wir wieder ab. So, hier geht's. Wahrscheinlich werden jetzt diese Stacheln da verschwinden. Nein, tun sie nicht, schade. Gehen wir uns noch schnell hier umschauen. Einen Schatz hatten wir nicht. Aber irgendwo muss es ja. Hier geht's lang. Hoppla, ich wollte eigentlich den Part beenden. So, und dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.